Ja, du setzt dich neben die Schildkröte, machst deine Augen zu, versuchst ein bisschen Kontakt mit ihr aufzunehmen und kannst dann tatsächlich in deinen Gedanken spüren, wie etwas hinein möchte. Da ich ja selber den Kontakt mit diesem Geschöpf suche, würde ich sie auch einlassen. Und jetzt nicht versuchen, mich dem zu verwehren. Ja, du spürst, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine kratzige, raue Zunge, die in deinem Gehirn herumschleckt und dich erkundet, deine Emotionen erfüllt, deinen Namen ertastet, deine Vergangenheit und alles irgendwie in sich aufnimmt. Tsunami. Die Stimme klingt uralt, weiblich. Wie können wir dir helfen? Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Wir haben Dinge an Land zu erledigen. Und fahren zu einer Insel, einer heiligen Insel, mit einem Baum, die eine Göttin ist. Frühlingsstrand. Ja. Neu. Junge Insel, sie verknüpft mit dir, mit euch. Eure Aufgabe nicht an Land, eure Aufgabe im Meer. Noch Ich? schläft Kelatan. Wir und unsere Nachkommen sind bereit, am Tage seines Erwachens an seiner Seite zu stehen. Nichts darf den Schlaf stören, denn der Geist ist verletzlich. Versagen wir, erwacht ein schreckliches, machtvolles Wesen, das unseren Sippen Feind statt Freund sein wird. So lassen wir ihn schlafen, bis von seinem Erwachen träumt und erwacht. Ist Kelatan. Also Zulamin versucht das sich so zu verbildlichen. Also wenn sie diesen Namen sagt, was da noch alles mitschwingt. Wenn du nach dem Namen greifst, siehst du eine weitere riesige Drachenschildkröte, die wesentlich größer ist als Kehala. Und dann kannst du erkennen, wie das Ding größer noch als Lata, auch wenn du nur Geschichten von Lata gehört hast, im Kampf ist, in einem ewigen Kampf gegen ein Seeungeheuer, was fast deinen Geist zerbricht und du taumelst aus deiner Prophezeiung zurück, als du den Sohn von Charybdis erblickst. Thulamin hat sich hingesetzt, um sich Zeit zu nehmen, mit der Schildkröte Kontakt aufzunehmen. Und die anderen können jetzt sehen, dass sie, naja, zurückweicht und ja, so panisch vom Wasser wegkrabbelt. Und sie sieht erstmal gar nichts, hat die Haare im Gesicht und kommt dann erst langsam wieder zu Bewusstsein und sieht sich um, um sich wieder irgendwie zu orientieren. Du spuckst ein bisschen Blut aus und hast einen Namen in deinem Kopf, den du fast greifen kannst. Bahamut. Zulamin, wir müssen. Was Ja, habt ihr denn gemacht? ich. Sie fasst sich an den Mund und sieht das Blut an ihren Fingern. Er wirft einen raschen Blick zurück zu der Schildkröte. Die Schamanin hat sich wohl mittlerweile von Iserun gelöst, nachdem diese schon oben steht. Und sie tritt dann derweil an dich heran, die Schamanin. Kehala hat das nicht böse gemeint. Nein, nein, natürlich nicht. Also sie kann nichts dafür, sie. Nicht schnell, ich nicht viel. Was? Sie hat mir etwas gezeigt. Hm, sie Thulamin nickt. auf Thulamidia. Gedankenbild. Das ist nicht ungewöhnlich. Hat sie es euch auch gezeigt? Die
bewachen, sie beschützen gegen einen alten und mächtigen Feind. Alter Feind, mächtig. Zulamin, komm an Bord! Ja, ich wäre wieder runtergelaufen und würde mich da ja neben Zulamin setzen. Geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Weil du, buchst Blut. Ich denke, es ist nicht schlimm. Zulamin, nimmt kurz die Hand von der Schamanin. Danke, ich glaube, das war eine wichtige Botschaft. Aber ich muss gehen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir uns sehen, wenn du blutige See fährst. Tahata war hier kreuzen. Hey, alt. Ich freue mich auf diesen Tag. Und sie richtet sich dann stolz auf und lässt sich nicht anmerken, dass sie noch immer ziemlich verstört ist und nickt Rafim zu und geht dann wieder an Bord. Worüber habt ihr denn geredet? Ich habe nichts verstanden. Ihr standet da und habt geredet und geredet. Dieser älteren Frau mit dem Segelzahnschwert. Von der Frau habe ich gar nicht so viel erfahren, aber kommt erstmal alle wieder her. Hat sie etwas über einer dieser Wilden erwähnt, ein Wort? Jalzegott. Habt ihr das gehört? Ich habe viele Worte gehört, aber am Ende blieb nur ein Name. Bahamut. Oh weh. Ich sagte der Schildkröte, dass sie uns nicht helfen könne, weil, unsere Aufgaben an Land lägen. Denn, wir hatten ja den Plan nach Mandena. Aber sie sagte mir, dass die wahre Herausforderung im Meer liegt. In der blutigen See. Was wisst ihr über Bahamut? Also mir sagt das gar nichts. Kann das mal bitte jemand erklären? Vielleicht sollten wir das nicht hier an Deck besprechen. Ja, das ist wirklich nichts, was wir hier an Deck sollten. Ja, geht doch schon mal vor. Ich sammle noch eben Isaron und Jala ein. Ja. Greifen und jetzt kommt er, meine Güte. Geht's los? Ja, wir haben was zu besprechen. Wo ist denn Isaron schon wieder hingelaufen? Ich hab sie gerade dahin an der Treppe gesehen. Sie kann nicht weit sein. Spurgelzen. Ja, ich lauf mal Isaron in Spurgelzen! Was ist denn los? Ihr steht ja direkt hier vorne. Entschuldigung, ich dachte, ihr wärt schon weiter weg. Zulamin hat was zu besprechen. Euren Namen kann man so herrlich brüllen. Ja, das hat Fosslerin auch immer gesagt. Oh, es ist einfach ein toller Name, Isaron. Danke. Also, dann lassen wir Zulamin mal nicht länger warten. Ja, ist vernünftig. Ja, wenn dann alle da sind, ich weiß nicht, gehen wir unter Deck in unsere Kajüte oder ziehen wir noch wen ein? Ja, also ihr könnt auf alle Fälle dann in eure Kajüte gehen. Anwesend sind da dann nur wahrscheinlich die 10 Katzen von Resurik. Die hören nicht sicherlich zu, aber ob die euch stören und ob die Geheimnisse weitergeben, ist natürlich eine andere Sache. Lamia nimmt eine von den Katzen auf den Schoß und streichelt sie, weil das beruhigt ihre Nerven. Und Katzen finden sowas meistens gut. Fängt auch direkt an zu schnurren. Was war denn los? Ich habe Kontakt zu der Schildkröte aufgenommen. Und sie hatte eine Warnung für mich. Sie sagte, dass all das, was wir jetzt im Moment tun, nach Mandena, Xeran, all das, dass das am Ende nebensächlich ist. Denn, wie erkläre ich das am besten? Diese Schildkröten, sie sind von Effard eingesetzte
Wächter und die... Naja, sie zeigte mir eine große Bedrohung am Grund des Meeres. Der Name war Bahamut und sie ließ mich wissen, dass er der Sohn sei? Während Sulamin den Namen ausspricht, könnt ihr alle einen unsäglichen Schmerz in euren Zehen spüren, als würdet ihr Zahnschmerzen haben. Ja. Vielleicht solltet ihr das Wort nicht sagen. Nein, denke auch. Aber jetzt wisst ihr es und ihr müsst es wissen. Offenbar handelt es sich um den Sohn der tiefen Tochter. Und wisst ihr mehr über ihn? Abelmir sagte... Ihr schaut Abelmir fragend an. Nun, was seine Verwandtschaftsverhältnisse mit der tiefen Tochter betreffen, ich glaube, er steht in einer anderen Beziehung zu ihr, als ihr euch vorstellen könnt. In den verbotenen Büchern, die ich lesen konnte oder lesen durfte, wird er als Fürst der Seeungeheuer bezeichnet. Seine Hintergründe sind nun unklar, aber ich denke nicht, dass er ein Sohn der tiefen Tochter ist, so wie ein gewisser mehrgehörnter Dämon. Er muss eine Affinität zu ihr haben, aber ein Sohn, ich denke nicht. Irgendwo haben wir den Namen doch schon mal gehört. Ich meine mich zu erinnern. Ich habe das unbestimmte Gefühl, als ich auf den grauen Mann getroffen bin und meinen Pakt mit ihm eingegangen bin. Alles darauf hinaus zielt. Wesen dort unten lauert, wir uns ihm stellen müssen. Auf die eine oder andere Weise. Und ich habe mein Versprechen dem grauen Mann gegeben. Sulamin scheint der Riesenschildkröte Gedankenbilder empfangen zu haben. Wir alle haben diese Aufgabe, wie mir scheint. Und sie eint uns ein weiteres Mal. Nun... Irgendetwas. Aber mir erinnert ihr euch an Nersand? Oh ja. Mir sträuben sich heute noch die Haare. Jetzt weiß ich wieder, dort haben wir diesen Namen gehört. Nun, die Archen haben eine Verbindung zu ihm, zu es, was immer es ist. Anscheinend gehorchen sie ihm oder sie stehen in einer Verbindung mit ihm. Sie fressen von ihm oder... Ich weiß es nicht. Was ist denn ein Nersand? Das klingt jetzt nicht besonders spektakulär. Nersand ist ein Strudel. Dort, wo der Ner... Heißt der Fluss so? Dort, wo der Fluss jedenfalls ins Meer trifft. Und aber mir einmal im Jahr, in bestimmten Zeitraum auf jeden Fall, kehrt jeder Arche dorthin zurück und taucht in diesen Strudel hinab. Die meisten zumindest. Ich nehme an, dass Pardigan wohl eine Möglichkeit gefunden hat, seinen davon auszunehmen. Sie tauchen dorthin ab und... Die waren zwar in ihr, aber was dort unten passierte, ich weiß es nicht. Das war von innen schon schrecklich genug. Dort haben wir den Namen gehört. In eurem Kopf? Ich bin nicht sicher. Ich will nicht darüber nachdenken. Aber ist das dort nicht... Es gibt dort ein Effort-Heiligtum, oder? Ist das dieser Strudel? Oder sprechen wir von einem Unheiligtum? Nein, es ist dieser Strudel. Ich denke, das Effort-Heiligtum der Tempel wurde errichtet, um diesen Strudel zu bewachen, zu überwachen. Es ist doch unter harten Strafen verboten, sich diesem Strudel zu nähern. Aus gutem Grund, wie es scheint. Aber das hält die Aachen natürlich nicht auf. Jetzt wissen wir vermutlich, warum Darion Paligan hier ist. Warum jetzt? Was geht vor hier?
Und was vorgeht, ist, dass er uns aus dem Weg bleibt. Und das ist doch schon mal gut. Meersand. Wo ist das von hier aus? Weit weg. Nördlich von Festung. Das klingt ja wirklich nach einem Kaff. Es ist noch einmal viel weiter, als wir von Kunchon bisher hergebracht haben. Soll ja auch schon 3 Wochen her sein, dass Paligans Arche hier gesichtet wurde. Machen wir uns darum keinen Kopf. Er hat mit Xeranien nichts zu tun und damit auch mit uns nichts. Ausnahmsweise mal. Mir scheint, dass dieses Thema uns noch eine Weile begleiten wird. Dieser Wilder auf diesem Floß, Ialzogoth. Kennt ihr, habt ihr das schon einmal gehört? Aber mir, ihr seid der Schwarzmagier. Wenn ihr nicht mit irgendwelchen seltsamen Namen euch auskennt, dann ich erst recht nicht. Nun, ich wollte nicht vorweggreifen. Vielleicht habt ihr andere Informationen als ich. Ich wollte euch nicht beeinflussen. Spuckt einfach aus, was ihr wisst. Hm? Ihr habt also nicht davon gehört. Nun, es gibt Berichte, glaubhafte Berichte, dass dieser Name eine Stadt oder ein Ort bezeichnet, unterhalb der Meeresoberfläche. Angeblich wurde er vor langer, langer Zeit vernichtet. Klingt eher wie ein Dämon als wie ein Ort, findet ihr nicht? Was wisst ihr über die Vernichtung von Zulim? Ist das nicht diese Stadt bei Alantra, wo mal... Ah, Karina hat mir das erzählt. Ein Stein draufgefallen ist? Ein Stern. Ein Stern. Angrosch hat einen Schweif auf die Echsen geworfen, die dort Unheiliges getrieben haben und Drachenmagie ausgeübt haben. Das weiß doch jedes Kind. Ich weiß nicht, wenn es ein Stern... Wenn es ein Stern war, hat es dann nicht eher Fex geworfen? Es ist egal, wer ihn geworfen hat. Aber hat er ihn wirklich auf Zelem geworfen? Wäre dann Zelem nicht vollständig vernichtet worden? Ich meine, im Orkland gehen, wie man mehr sagt, öfter mal Sterne nieder und das gibt's auch, also Orks gibt's auch noch. Soll nicht das Almadinen-Auge ein Splitter dieses Sterns sein? Aus einem Splitter gefertigt? Nun ja, das ist eine Legende davon, aber... Wie gesagt, wenn die Götter eine Stadt vernichten wollen, dann wird sie vernichtet. Zelem besteht immer noch, zwar zu nur Teilen, aber sie besteht. Also kann diese Stadt nicht das ursprüngliche Ziel dieses Sternenwurfs gewesen sein, nicht wahr? Wie wurde Zelem vernichtet? Wisst ihr das? Wir haben doch gerade gesagt, da ist ein Stern draufgefallen. Nun. Doch, eine Flutwelle? Der Flammenschweif des Und wie Sterns. Entsteht eine Flutwelle? Nehme an, der Stern, von dem wir alle gehört haben, ist in den Selam-Grund gestürzt. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob dort damals schon Meer war. Seht ihr? Ihr begreift langsam die Zusammenhänge. Vielleicht war die Stadt einfach damals größer? Nun, wenn dieser Stern nicht Selam treffen sollte, sondern diese andere Stadt... Dann muss es ein wahrhaft verderbter Ort gewesen sein. Nun, Rakorium und Dagonus besichtigte meines Wissens nach diesen Ort. Ach, jetzt kommt aber Rakorium. Wer ist denn Rakorium? Ihr habt ihn kennengelernt in Kunchom. Etwas kurioser Magier. Ach nein, ihr wart ja nicht dabei in der Akademie, nicht wahr? Ich habe mit ihm gesprochen. Es ist ein Verschwörungstheoretiker, ein brillanter Kopf, aber doch... abgelenkt und nicht besonders faktenbasiert oder nicht immer jedenfalls. Nun, dies ist vor langer Zeit geschehen. Damals war er noch ein angesehenes Mitglied der Grauen Gilde. Ach, er ist Mitglied der Grauen Gilde. Und er war ein Erzmagier, also kann er nicht ganz so... Ein Elementarmagier auch noch. Oh. Ein Erzmagier, nicht kein Elementarmagier. Es ist eine Gildenmagierbezeichnung für einen sehr hohen Rang in der Gilde. Ist mir bewusst, Abel Mia, ich habe nur einen Spaß gemacht. Ich verstehe die langen Witze immer noch nicht. Ihr müsst trotzdem lachen. Ja. Nun, nichtsdestotrotz, es gibt
beglaubigte Berichte, dass Rakurium etwas suchte und vielleicht etwas fand. Ich weiß es nicht. Und, wie konnte er dorthin gelangen? Er ist mit einem Schiff dorthin gefahren und dann? Er hat nie darüber gesprochen, was er fand. Und mit welchen Theorien wartet er auf? Nun, bei einer Persona non grata machen. Oh, er sieht die exische Weltverschwörung hinter allem. Nun, und wo ist das problematisch? Nun, er suchte einen Ort mitten in der Selamitischen See. Und er sprach nie wieder darüber, was er gefunden hat oder nicht gefunden hat. Könnte es daran liegen, dass er einfach nichts gefunden hat und sich nicht eingestehen will, dass seine wirren Thesen ihn einmal mehr in eine Sackgasse geführt haben? Das wäre möglich, aber... Glaub mir, ich weiß euer Verständnis ja zu schätzen, aber das hier erscheint mir alles sehr weit hergeholt. Also ich größtenteils auf den Spekulationen eines Irren basiert. Ich würde gerne einmal mit diesem Mann sprechen. Vielleicht hat er ja überzeugende Theorien. Ach, dann bringt ihr besser sehr viel Geduld mit. Och, ich bin ein Zwerg. Wenn ich eine Sache habe, Isarun, dann ist es Geduld. Und wenn es um Echsen geht... Ja. Geht es denn um Echsen? Ah. Wir reden hier von dem Meer. Echsen leben normalerweise an Land, nicht wahr? Wasserechsen. Abelmüller, worauf willst du hinaus? Nun, es müssen nicht unbedingt Echsen sein, nicht wahr? Habt ihr nicht gerade noch gesagt, dass... Wenn du so eine Frage stellst, anstatt endlich mit deinem Sachen rauszurücken, werde ich langsam ungeduldig. Ihr seid doch bewusst, in der tiefen See noch andere Wesen leben. Rumerier, Krakonier, Seliten. Ja, weiter. Nun, wenn diese Stadt ein Rückzugsort oder ein Ursprung dieser Wesen vielleicht ist, warum vernichteten die Götter dann diesen Ort? Was geschah da unten? Was geschieht noch immer? Ja, aber das klingt doch jetzt alles nach Fragen, auf die du selber keine Antworten hast. Richtig. Sagtet ihr nicht vorher selbst, wenn die Götter eine Stadt vernichten wollen, dann tun sie das gründlich? Ja, richtig. Das sagte ich. Ja, aber dann ist das Problem doch gelöst. Ihr hofft das? Oder... Ja, wenn die Götter das ernst meinen, werden die das schon gemacht haben. Ich will nur zu bedenken geben, Angosch hat einmal den See über Xorlosch weggenommen. Tag des Zorns. Er hätte die Stadt vernichten können, aber er hat es nicht gemacht. Ich meine nur weil ein Gott theoretisch kann, würde das nicht, der es auch tut, Selbstbeherrschung. Ja, mir fiel das bloß auf, dieser Name, ja zu Gott. Jetzt, zu dieser Zeit, von diesem Wilden erwähnt. Und nun, ja, der Fürst der Seeungeheuer zur gleichen Zeit. Das gibt mir zu bedenken. Was sagte der Moha über diesen Ort? Er erwähnte ihn nur, dass Zeliten entführt wurden, nicht wahr? Sagte ihn? Ihr habt es übersetzt, Rafim. Ja, Neckar und was weiß ich denn. Die Krakonier sind unterwegs. Irgendwelche Sklavenfänger sind das wohl. Und sie bringen sie an diesen Ort. Super. Dann muss das ja noch so genau kann ich dir das auch nicht sagen. Hat denn irgendwer erwähnt, wo dieser Ort sein soll? Also ist das jetzt wirklich dieser komische Strudel? Nein, ich denke, dieser Ort liegt weit, weit im Süden, bei Salem. Irgendwo dort, wo dieser Stern eingeschlagen ist. Ja, aber das ist doch ganz bei uns in der Nähe, das ist doch ewig weit weg. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ich denke, Geschöpfe wie diese Schildkröte denken in anderen zeitlichen Dimensionen. Oh, wie wir Zwerge. Ja, ich bin mir sicher, dass es von großer Wichtigkeit ist, was sie uns mitgeteilt hat. Aber
Es muss nicht unbedingt heute oder morgen wichtig sein. Ja, dann lasst uns es doch erstmal mit diesen unbesiegbaren Legionen beschäftigen, die wir umbringen müssen. Und wenn wir dann noch leben, kümmern wir uns um die Schildkröte und um deinen grauen Mann und um diese Archen. Ja. Und dann besuchen wir alle zusammen mal Anfa und setzen uns an den Strand. Ich zeig euch meinen Lieblingsstrand. Das wird wunderbar.